So, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Banjo-Kazooie in Click Clockwood, der letzten Welt in Banjo-Kazooie. Und wir waren gerade dabei, die Welt zu erkunden und klettern einfach mal den Baum hier hoch und schauen uns ein wenig um. Ein Schädel, den wir nicht mehr brauchen. Wir haben schon genug, glaube ich. Jetzt auf jeden Fall. Paar scheiß Kuckucksteile Typen. Dann haben wir hier noch einen Bienenstock mit noch einem Pokern Dingen. Aber viel können wir hier noch nicht machen als Banjo. Okay, dann geht's mal weiter. Jetzt müssen wir sogar hier umständlich springen. Und hopp! Eine Etage höher! Sozusagen. So. Ein Baumhaus, das noch ziemlich am Anfang ist. Und da ist noch ein Pokern-Typi. Den sammeln wir einfach mal ein, weil er gerade so da ist. So. Wir müssen da runter. Da. Oh ja, hammergeil. Das war geplant! Wer ist das denn? Feldblock entfernen. Aber unter Wasser geht das schlecht. Ja, ja. Okay. Ihm müssen wir seine Dinge, jetzt müssen wir da kaputt machen. Das geht ja wahrscheinlich im Sommer. Im Frühling geht's ja nicht. Da regnet es ja die ganze Zeit. Und der See bleibt gefüllt. Dann probieren wir es einfach mal im Sommer. Aber das Problem ist, wir müssen erstmal den Sonnenschalter finden für den Sommer. Und wo der ist, da habe ich keine Ahnung. Aber wir werden den schon finden. So, tschüss. Ist jetzt echt blöd. Wow. Boah, ey, ich kann kotzen. Fängt ja wieder gut an hier. Ich darf nicht so hektisch sein. Aua. Das zerstört hier alles. So. So, kommen wir jetzt schnell. Machen wir sie einfach fertig. Ja, ja, tschüss. Tschüss. Du auch, tschüss. So. Auf geht's. Und es regnet die ganze Zeit. Sind wir hier im Herbst oder was? Hoi. So. So. Jetzt aber. Hui. So, jetzt haben wir's doch. Oh Gott. Wie hält das überhaupt? Na, egal. Das, wollen wir jetzt mal nicht bestreiten. Es ist ein Kinderspiel. Boah. Hier ist der Sonnenschalter. Bei Robin Hood dem Zweiten. So, tschüss. Und wer ist hier drin? Hallo. Hä? Nappnöt? Hallo, Nappnöt. Okay, er macht gerade Frühstück. So wie es aussieht. Oder Winteressen. Ne, Frühlingsessen. Ja, lass es dir schmecken. Ist hier was? Nö. Ich weiß, hier ist eine Honigwabe. Und zwar muss man da da oben rein. Aber das wird schwierig sein, weil wir nicht so springen können. Aber erstmal die Sonnentür öffnen. Zweiter Teil, wir kommen, sozusagen. Wir sind schon auf dem Weg. Und wir sind auch schon gleich oben angekommen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was ganz oben nochmal war. Können wir uns ja gleich mal angucken. Auf jeden Fall ist hier noch ein Riesenei. In einem Riesennest. So. Hopp. Und wir haben da oben ja ein Kreuz gesehen. Und wir lassen es erstmal schlüpfen. Airy. Was? Ja, penne erstmal eine Runde.
Und er träumt lauter Zets. Alles klar. So, den müssen wir auch in jedem so in jedem in jeder Jahreszeit müssen wir mit dem was machen. Frühling haben wir ja gemacht, wir haben ihn ausgebrütet sozusagen. Ja, was man in den anderen Teilen macht, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall im Winter hat man es dann, glaube ich, geschafft. Ah, der grüne Jinjo ist hier. Ah. Und eine Tür. Ja. Hallo. Was ist denn hier? Oh, Leben, toll. Puzzle-Time! Ja! Nur weil wir nach ganz oben geklettert sind. Mehr nicht. Mehr nicht. Kommen wir hier hoch? Tatsache. Würde die Kamera sich nicht drehen. Ah, ist ja wurscht. Ich wollte da jetzt hochklettern. Ist mir dann doch zu blöd. So. Dann waren wir hier oben. Jetzt noch der grüne Jinjo. Ja. Dankeschön. Ja. So, grüner Jinjo. Das heißt, wir können eigentlich runter. Wir können jetzt in die Sommerwelt erstmal, glaube ich. So. So, schnell hier. Oh, oh. Autsch. Au, das hat weh. So, rutschen wir hier runter auf den Arsch, geschwind. Nee, warte mal, wir können uns ja noch verwandeln gegen Rad, schnell. Ich weiß nicht, ob das, ob es im Frühling ging oder im Sommer, das werden wir ja gleich sehen. Yeah. Hat sich vollgebar, hat voll, hat was vollgebar, hat bla bla bla. Tatsache. Frühling ist Verwandlungszeit. Ja, Zeit. So. Was, wie viel brauchen wir? 25. Bei 5 Entwicklungen macht das pro Entwicklung 5 mehr. Tja. Ist ja noch irgendwas anderes außer Iron? Nee. So, dann verwandeln wir uns mal. Und werden zu einer Biene. So. Biene ist sein bester Zauber. Wir können sogar fliegen. Yay! Und zwar können wir damit in den Bienenstock. Wenn wir hier landen können. Hallo? Landen! Oh, geht doch. Jetzt ganz vorsichtig. Yeah, wir sind drin. So. Was denn? Hi. Hey, ich bin nicht dick. Gruntildas Schatz. Man hat das her, das da. Ja, wo? Achso, ein Bär. Okay. Zum Glück sind wir ja kein Bär. Aber das hat uns einen Tipp gegeben. Wir können später als Bär hier rein und dann müssen wir uns das Puzzleteil schnappen. So, das war es auch erstmal als Biene hier drin, glaube ich. Ich weiß gar nicht mal, was man als Biene das alles machen kann. Auf jeden Fall kann man rumfliegen. Yay! Und man kann sogar Gas geben auf B. Boah, wir sind Speedy Gonz... nicht Speedy Gonzales, sondern Speedy Biernis. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir in den... Man muss da ja irgendwie reinkommen. Wir wollen ins Haus rein. Hä, sollte... Musste man das vorher kaputt machen? Kann man nicht irgendwie schießen oder so? Alter! Da, kurz gucken. Hat man nicht einen Stachel? Ich guck grad nach. Nee. Lol. Hä?
Irgendwie kommt man da doch rein. Ah, ist doch wurscht. So. Naja, was kann man denn als Biene alles machen? Kann man die Welt verlassen? Oh, ich glaube, ich erkunde mich in der Aufnahmepause mal, wie das alles hier geht. Oh, ich habe es nämlich schon wieder voll vergessen. So. Wir gehen hier hinaus. Jetzt gehen wir mal in den Sommer einfach als Biene. Yay! Digga, das geht sogar. Cool. Hallo Sommer, wir sind da! Oh. Magie gleich aus. Okay, man kann nicht rumfliegen. Schade. Nur im Frühling gibt es die Biene also. Und Alex haben wir uns mal zurückverwandelt. Hä? Iri ist hungrig. 5 Raupen, Alter. Gefräßiges Stück. Ey, Robin Hood, zieh dir mal wieder was an, ey. Ist ja ekelhaft. Boah, jetzt müssen wir hier. Boah. Was ist denn das? Der Game mit Jinjo! Ah, ich wusste doch, dass hier in der Ecke was ist. Jetzt brauchen wir Raupen. Ah, hier ist ja eine. Ey. Ich fürchte, ich. Ach so, ja, tatsächlich. Hatte uns auch den Tipp gegeben, dass wir genau das sammeln müssen. Die Blätter hier sind jetzt auch ausgewachsen. Das heißt, es sind größere Plattformen geworden. Hey. Oh, sind die auch größer geworden? Oh Gott. Hier wird ja echt alles größer. Momo ist in diesem Teil nicht da. Ah, ich weiß, was man mit der Biene machen konnte. Man konnte da zu den fleischfressenden Pflanzen hin. Das war das. So, jetzt ist es hier auch leichter hochzukommen. Wo ich ja im letzten Part hingehen wollte. Hopp. Hui. Und da ist auch schon ein Puzzleteil. So. Mutig. Eingesagt. Nein. Ja. Tschüss. Okay, nicht räumen. Okay, hier ist noch ein Schädel. Der bringt uns nämlich nichts mehr eigentlich. Das sind nur Sammelbonus. Ich höre eine Raupe. Dieses. Falls ihr es hört, dieses. Dieses da gerade. Das ist eine Raupe. So. Nummer 2. Oh, Puzzleteil. Ah, und Noten. Okay. Hier scheint jemand dran zu bauen. Scheint es mir. Ja! Yeah. Mutig. Juhu! Das nächste Puzzleteil, das gehört auch schon uns. Nummer 3. So. Hopp! Oh oh. Autsch! Oh. Okay, das wollte ich sowieso. Wir wollten nämlich hier seine Bruder aufruppen. Aber es muss erst wieder Wasser sein, damit wir hier hoch können. Also bis zum Herbst oder nochmal in Frühling rein, glaube ich. Ne, ich glaube Herbst muss es sein. Weil im Frühling haben wir es ja noch nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das so argumentiert werden darf. Aber hier hinten ist auch schon der Herbstschalter. Ja, tatsächlich. Und ich höre noch eine Raupe. So, tsching. Ja, mach mal Tor schneller auf hier. Wir haben doch keine Zeit, Mann. Wir müssen hier unsere Schwester retten. Ja, Raupe, wir holen dich. So, schnell, Kazooie. So, hier unten gibt es nämlich auch noch was. Wir müssen noch zur Blume, mit der irgendwas machen. Und vielleicht gibt es hier unten ja noch ein paar Raupen, die wir für Irie brauchen, oder wie die heißt. So. Wir haben hier doch eine gehört.
eine Raupe. Das ist ein Leben. Da ist eine. Oh Gott. So, die holen wir noch. Egal, ob die 15 Minuten jetzt schon erreicht sind oder nicht. Das holen wir noch. So. So, 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 so. Hopp. Du bist tot, oder? Ja, du bist tot. Wir hätten uns auch einfach... Oh Gott, das war knapp. Aber hier fallen lassen können. So schlau, wie ich bin. Aber die dritte, wir brauchen 5. Ah, ey. Hier ist ja wieder... wie heißt er noch? Gobi. Gobis, ja genau. Aus Gobis Valley. Aber was wir mit dem machen müssen und was er mit der Blume zu tun hat, das erfahren wir im nächsten Part. Ciao, Leute.